Die schönsten Beispiele der Bildsteinkunst sind gleich im Eingangsbereich ausgestellt. In einem weiteren Saal sind alltägliche Gegenstände zu sehen, die oft als Grabbeigaben gefunden wurden. Spiele waren sehr beliebt. Sie sollten wohl das Leben nach dem Tod kurzweilig gestalten. Schmuckgegenstände spiegelten den Status des Verstorbenen wider. Auch das Essgeschirr durfte im Jenseits nicht fehlen. Die wertvollsten Gegenstände befinden sich in der Schatzkammer, einem besonders gesicherten Raum. Hier werden die unzähligen Gold- und Silberschätze ausgestellt, die auf Gotland entdeckt wurden. Über 700 Wikinger-Schätze wurden bislang auf der Insel gefunden, rund 15 Tonnen pures Silber. Man vermutet, dass bislang nur ein Teil der Schätze entdeckt wurden. Eine weitere Ausstellung ist dem Stadtleben von Visby im Mittelalter gewidmet. Ein Modell zeigt die mittelalterliche Stadt und ihren Hafen. Hier kann man auch hinter die Mauern eines Packhauses schauen.